So. Für mich die beschissenste Jahreszeit. Oh, der Titel da. Das schneide ich nicht raus. Meine Videos mache ich immer in einem Rutsch und lasse sie so. Also, die beschissenste Jahreszeit kommt. Das ist die zwischen dem goldenen Herbst und dem Winter. Das heißt, nass, kalt, kühl. Ja. Und es macht nicht so wirklich viel Spaß, draußen im Wald zu sein oder in der Natur zu sein. Außer man hat das richtige Regenzeug. Und das wäre zum Beispiel das hier. Das hier ist das Regenzeug von der Bundeswehr in Flecktarn. Gore-Tex lässt, also wenn man schwitzt, der Dampf, der geht raus, aber Feuchtigkeit geht nicht rein. Ich habe es getestet, ich bin im Sommer damit durch den Regen gefahren, da kommen sie schon wieder. Ich schneide es nicht raus, nein! Die auch immer so pathetisch sein müssen. Also ich habe es im Sommer getestet, bin durch den Sommerregen gefahren. Mir wurde zwar ziemlich warm, aber ich habe nicht angefangen zu schwitzen, also das wurde darunter auch nicht nass. Davon habe ich auch die Regenhose. Ich habe jetzt die nicht an, sondern ich habe hier meine Trekkinghose von Krivit an. Das heißt, die ist von eigentlich von Lidl. Zweilagig übrigens. Super geiles Ding. Sehr zufrieden. Lässt auch kein Wasser durch. Also hiervon habe ich auch die Regenhose, das ist eigentlich eine Latzhose. Und mein Telefon. Also mit der Latzhose zusammen habe ich dafür 35 Euro bezahlt. Und ich bin da wirklich extrem zufrieden mit. Man soll es imprägnieren, von Ballistol habe ich da ein Spray. Das habe ich einmal benutzt, seitdem nicht mehr. Ich muss meine Handschuhe hier ausziehen. Ich habe das seitdem nicht mehr drauf gemacht. Es wird vielleicht mal wieder Zeit. Also es hat hier zum Beispiel einen Reißverschluss, diverse Druckknöpfe. Hier hat es die Möglichkeit, die Arme kleiner, also enger zu machen mit Klett und Patte. Also man kann auch wirklich, da das fast rundherum geht, kann man die fast ganz abdichten, sodass man überhaupt nicht nass wird, ne, wie man das sehen kann. Was ich selbst persönlich nicht so gerne mag. Hat hier Taschen. Ja, die sind auch eingenäht. Man hier sieht, die Wascheinleitung oder Pflegeanleitung mit dem, wo die Firma herkommt. Wasserdampfdurchlässiges, dreilagiges Laminat steht hier. 30 Grad, nicht bügeln, kein Trockner, etc. So, also für die Jacke habe ich 15 Euro bezahlt. Für die Latzhose, die ich heute nicht dabei habe, ich habe auch mal 15 Euro bezahlt und ich denke für ein Regenzeug, für den Wald. Das Ding ist einfach unzerstörbar. Ich werde in einem anderen Video mal eins aus Polyethylen vorstellen und auch mal einen günstigen Regenponcho für 5 Euro. Also für 30 Euro ein komplettes Regenzeug, so unschlagbar. Ich denke, jeder NATO- und Bundeswehr-Shop in eurer Stadt wird sowas haben. Ansonsten guckt mal nach Flohmärkten. Da ist meistens einer, der auch Bundeswehrzeug verkauft. Also zumindest bei uns im Köln-Bonner Raum ist es so. Und da habe ich das her. Ich habe seit einem Jahr, ich benutze das zum Teil auch beim Abladen, beim LKW-Fahrer, beim Abladen. Und 30 Euro war eine super Investition. So, danke fürs Zuschauen. Kommentare, Bewertung, neue Subscriber werden gerne gesehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.